Jung, dynamisch, talentiert. Niklas Heisen, E-Sportler beim Hamburger SV. Der 22-Jährige spielt seit 2018 für die Rothosen. Im Spiel FIFA 21 kommt sein großes Talent zum Vorschein. In der Vergangenheit konnte er einige Erfolge einfahren. Zweimal belegte er den 7. Platz in der virtuellen Bundesliga und gehört damit zu den besten deutschen FIFA-Spielern. Der Anfang für Heisen? Alles andere als leicht. Also in den E-Sports reinzukommen, es war gerade früher extrem schwer, weil erst zwei Bundesliga-Vereine sich überhaupt so angemeldet haben für den E-Sports. Meine E-Sports-Karriere hat 2014 angefangen, da war ich 16 Jahre alt, habe meine erste deutsche Meisterschaft gespielt und bin gleich in der Gruppenphase rausgeflogen und das wollte ich nicht mit mir sitzen lassen. Habe hart trainiert, zwei Jahre später war ich dann im Viertelfinale, also Top 8 Deutschland und habe sozusagen meinen ersten Erfolg gefeiert. Hab dann eine ganz bittere Niederlage bekommen und 3-0 verloren und seitdem ging es nur noch bergauf. Heisen und der HSV, eine lange Verbundenheit. Bereits seit Kindesalter ist der Psychologiestudent Fan von den Rothosen. Seinen kompletten Alltag verbringt er allerdings nicht nur an der PlayStation. In der dritten Mannschaft des VfL Harmonia ist Heisen selber noch im Amateurfußball aktiv. Der Stürmer jubelt nicht nur auf der Konsole, sondern auch auf dem Platz. Ich bin zum VfL Harmonia gegangen, genau September 2018, also wo ich nach Hamburg hingezogen bin wegen dem Studium. Und ich fühle mich da extrem wohl, es ist einfach genau bei mir auch in der Nähe. Und es läuft eigentlich ganz gut, wir spielen eine gute Saison, jetzt leider wegen Corona ist das Ding leider wahrscheinlich vorbei. Aber freue mich schon auf die nächste Saison. Amateur auf dem Platz, Profi an der Konsole. Der gebürtige Eutiner blüht auf, Fußball ist seine Leidenschaft. Privat genießt Heisen die Zeit mit seiner Freundin Jada. Seit zwei Jahren sind die beiden ein Paar. Auch sie verfolgt den Weg ihres Freundes mit großer Begeisterung, auch wenn sie nicht eingebunden wurde. Meine Freundin hat mich ja nicht so kennengelernt, also ich habe ihr das zuerst verschwiegen, weil ich so ein bisschen Angst hatte, auf die Nerd-Schiene zu kommen. Aber mittlerweile hat sie es gemerkt. Sie sieht meinen E-Sports jetzt als Beruf an. Wenn ich sage, ich gehe zocken, dann denkt sie nicht, dass ich jetzt hier aus Spaß spiele, sondern es ist mein Beruf, ich verdiene dadurch Geld und ja, es ist halt mein Beruf. Niklas Heisen, ein E-Sportler im Amateurfußball. Seine Gier nach Erfolgen ist grenzenlos. Beim HSV blüht der Zocker in seiner Rolle auf. Die Lockdown-Zeit in der Pandemie hat Niklas für eine intensive Trainingsphase genutzt. Die Top 5 werden angepeilt.